Moin, herzlich willkommen zurück in der Werkstatt. Heute geht es um das Thema Druckluftsystem im LKW. Ich habe Lars in Urlaub geschickt, daher habe ich mir aus dem Part-Specialist-Team wie Neues geangelt. Ja. Moin, ich bin Niklas und ich freue mich total, heute dabei sein zu können. Über den Helpdesk haben uns viele Anfragen zum Luftdrucksystem erreicht. Viele denken, es geht hier mit dem Kompressor los. Eine große Fehlerquelle, die wir noch vor dem Kompressor haben, ist der Luftfilter. Am Luftfilterkasten sehen wir hier keine Beschädigung, keine Risse, nichts. Deshalb schauen wir uns den Filter mal genauer an. Bei dem Filter sehen wir schon, der ist leicht zugesetzt, der hat schon einige Kilometer gelaufen. Nach Wartungsintervall sollte der auch langsam mal getauscht werden. Deshalb machen wir das jetzt auch mal. Bevor ihr dann den neuen Filter einbaut, bitte einmal checken, ob keine Fremdkörper im Gehäuse sind. Dann kann es weitergehen. Vom Luftfilter und Ansaugsystem kommen wir zum Kompressor. Hier haben wir einmal die Ansaugleitung, die vom Luftfilter kommt, sowie einmal für die Kühlung Kühlwasserzulauf, sowie der Ablauf und für die Schmierung der Kolben haben wir hier unten nochmal eine Ölleitung. Wenn der Betriebsdruck vom Kompressor erreicht ist, schaltet er ab. Wenn das Abschaltventil defekt ist, fördert er immer weiter die Luft. Zum Thema Kompressoren sowie die Fehlerbilder haben wir schon mal ein einzelnes Video gedreht. Das verlinken wir euch hier. Das hier ist die Druckluftleitung, die vom Kompressor jetzt zum Lufttrockner geht. Da prüfen wir eben alle Anschlüsse oder wie die Leitung insgesamt aussieht. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, hier haben wir einmal, hier unten ist der Anschluss vom Kompressor, der bzw. vom Druckregler. Das kann man scheiße sehen. So, komm, wir haben hier mal ein kleines Beispiel. Also, die Luft, die vom Kompressor kommt, geht hier rein, geht durch den Lufttrockner. Da drin ist ein Granulat, was die Luft, sagen wir so, filtert und sagen wir so, von dem Wasserdampf, den Wasserdampf rausfiltert. Dann hat man am Ende, geht ein Teil davon, die getrocknete Luft, geht in den Regenerationsbehälter bzw. zum Vierkreisschutzventil, was wir euch gleich noch genauer zeigen. Und die restliche Luft geht dann zum Schalldämpfer. Der Schalldämpfer ist nicht verunreinigt. Wenn er verunreinigt ist, sieht man das sofort. Hier ist wirklich eine große ein Dreckklumpen ist da dran und der ist wirklich ölig. Darauf müsst ihr achten, weil auch ein Teil des Druckluftsystems mit dem Abgassystem verbunden ist. Hier müsst ihr besonders darauf achten, dass kein Dreck in das Abgassystem kommt, weil es schlecht für die Umwelt ist. Eine ganz besonders wichtige Funktion bei dem Vierkreisschutzventil ist die Absicherung der Drücke in den einzelnen Kreisen. Schauen wir uns die Lufttrocknereinheit noch mal genauer unter dem Fahrzeug an. Wie schon erwähnt, die zwei Bremskreise für Vorder- und Hinterachse sind ganz besonders wichtig. Die können wir hier weiter verfolgen mit dem Leitungspaket. Auch hier ganz besonders darauf zu achten, die Verlegung des Kabelpakets, dass keine Scheuerstellen entstehen, dass keine Leitungen abgeknickt werden, das kann zu Brüchen führen. Hier gehen die Leitungen dann weiter und werden zum Relaisventil geführt. Vom Relaisventil geht es weiter zum Federspeicher-Bremszylinder. Hier haben wir einmal das Relaisventil und den Federspeicher-Bremszylinder im ausgebauten Zustand, weil passend zu diesem Thema hatten wir auch schon mal eine Anfrage beim Helpdesk. Es wurde angefragt, dass der Fahrer während der Fahrt einen erhöhten Luftverlust hatte. Es kam aus dem Relaisventil. Es wurden die Leitungen abgeschraubt und am Relaisventil kam aus dem Hauptbremszylinder immer die Luft raus, wo die Leitung eigentlich für den Fußbremskreis ist und was eigentlich nicht sein konnte, weil die Handbremse gelöst war. Es stellte sich am Ende heraus, dass der Federspeicherbremszylinder intern defekt war. Das heißt, dass durch den Handbremskreis in den Fußbremskreis Luft durchströmte und dadurch aus dem Relaisventil rauspustet. Bevor ihr also den vermeintlich defekten Artikel ausbaut, kontrolliert erst im Umfeld, ob die Fehlerquelle nicht dort ist. Noch einmal zum Thema Federspeicher-Bremszylinder. Die Besonderheit ist hierbei, dass die Betriebsbremse und die Feststellbremse über eine Einheit funktionieren. Deshalb haben wir hier zwei Anschlüsse. Bitte macht es auch einfach. Markiert die Anschlüsse vorher, bevor ihr die demontiert, damit ihr die später wieder richtig anbringen könnt. Noch eine weitere Besonderheit, die wir bei den Modellen hier haben. Um die Bremse im Pannenfall freistellen zu können, haben wir hier ein Spezialwerkzeug. Und hier ein Sechskant mit einer Gewindestange. Eben um die freistellen zu können, um vom Pannenort wegzukommen zur nächsten Werkstatt. Hier haben wir ein Entwässerungsventil für den Luftkessel. Manchmal kommt es vor,
wenn der Lufttrockner richtig regeneriert, dass da Wasser drin ist. Daher müsst ihr das bei jeder Wartung bzw. auch im Winter überprüfen. Wir sind wieder beim Viererschutzventil. Wir haben euch ja schon gezeigt, dass hier der Eingang ist und hier sind die beiden Ausgänge für die Fußbremse, also für Kreis 1 und 2. Wie ihr seht, sind hier nur mehrere Anschlüsse. Das sind die Anschlüsse 3 und 4. Die sind zum Beispiel für die Luftfederung, für Getriebe, Kupplung allgemein, aber auch zum Beispiel für den Komfortbereich im Innenraum, für die Sitzverstellung und die Lenkradverstellung. Hier sehen wir nochmal einige der Komponenten, die wir gerade vorgestellt haben, im ausgebauten Zustand. Hier zum Beispiel das Herzstück unseres Luftsystems, der Kompressor, unterschiedlichste Luftleitungen, den Lufttrockner, das Vierkreisschutzventil, Relaisventile, die dann die Bremszylinder ansteuern, Lufttanks, die dann die zusätzlichen Systeme über unterschiedliche Leitungen, Polymerleitungen zum Beispiel, versorgen, wie zum Beispiel die Komfortsysteme, Sitzverstellung, Kabinenstoßdämpfer etc. Diese und weitere Artikel findet ihr bei uns im Partnerportal. So, das Luftsystem am Fahrzeug sind wir jetzt ausreichend durchgegangen. Jetzt bleibt noch die Frage, wie bekommen wir die Luft an unseren Trailer? Da haben wir unterschiedliche farblich gekennzeichnete Leitungen, die für Vorratsdrücke und Bremsdrücke gedacht sind. Und dann haben wir noch die weiteren Komponenten wie die Kupplungsköpfe, genau. Bei den Kupplungsköpfen gibt es einen Unterschied. Einmal haben wir die auch farblich markiert, so wie die Schläuche in Gelb und Rot. Aber da gibt es noch zwei Varianten, einmal die automatischen und einmal die manuelle Variante. Bei der automatischen ist es so, dass diese, sobald die abgekuppelt sind, die keine Luft mehr rauslassen. Das heißt, die werden am Fahrzeug angekuppelt. Wenn die vom Auflieger gelöst werden, pfeift hier keine Luft raus. Beziehungsweise, wenn es eine manuelle Kupplung gewesen wäre, würde die Luft einfach herausströmen. Diese gibt es in verschiedenen Varianten, ob es jetzt vom M22-Gewinde ist bis zum M16-Gewinde oder mit verschiedenen Anschlüssen. Zum Thema Anschlüsse haben wir noch verschiedene Verbinder, Winkelverbinder. Hier gibt es nochmal einen einzelnen, wo der Schlauch hinten raufgesetzt werden muss und mit der Schelle oder sowie Verjüngung von verschiedenen Gewinden. So, dann sind wir durch für heute. Niklas, dir vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Gerne. Ja, besucht uns bitte bei Instagram, Facebook. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.